Ich möchte nur noch ein wenig tiefer eingehen auf das Nachfahren vom Schuh. Ich habe mir dabei verschiedene Variationen überlegt, die die Kinder machen können. Zuerst könnten sie mit der rechten Hand oder mit ihrer Schreibhand mit einem Finger nachfahren, dies mehrmals tun und zum Beispiel dann anschließend mit ihrer Nichtschreibhand, bei mir jetzt die linke Hand, auch versuchen, dem nachzufahren. Das ist schon einiges schwieriger. Was sie auch versuchen können, ist mit verschiedenen Fingern nachzumalen. Einmal mit dem kleinen Finger, dann mit dem Mittelfinger und das gleiche mit der linken Hand. Was sie auch versuchen könnten, ist mit verschiedenen Stiften nachzufahren. Einmal mit einem Farbstift und anschließend zum Beispiel mit einem Filzstift. Da einfach die Stifthaltung schon ganz anders ist, wenn man mit einem Farbstift schreibt oder einem Filzstift. Was sie auch versuchen könnten, ist es mal blind zu versuchen, blind nachzufahren und eventuell daneben gleich nachzumalen, nachdem sie es blind nachgefahren haben. So steigert sich die Fingermotorik und sie benutzen damit nicht nur ihre Schreibhand, sondern sie fördern auch die Fingermotorik in ihrer Nichtschreibhand.